Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Mensch, meine Güte, wir haben das letzte Mal echt einen bösen Templer oder was das auch immer gewesen ist, getroffen. Und das war auch alles andere als angenehm. Wir sind wirklich böse angeschlagen und deswegen wollen wir eben mal in den Hafen hinein, um uns ein wenig Proviant zu organisieren. Und wir haben ja eh, glaube ich, genug Proviant oder Material dabei, Vorräte, damit wir Gunnars Schmiede auf Vordermann bringen können. Mit guten Nachrichten, hoffe ich. Ich denke, wir haben, was wir brauchen. Muss ich mich mit dir unterhalten, oder? Was ist das jetzt hier? Eine Schmiede. In Gunnars Schmiede verbesserst du deine Waffen und Ausrüstung und passt sie an. Die Baukosten sind 400 Vorräte und 30, was war das? Rohmaterial oder so? Jawoll! Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm mich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Oh ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Was führt dich an meine bescheidene Stätte? Also, die Siedlung aufbauen, richtige Gebäude in Chresnatop, wie es halt jetzt gesprochen wird. Um Zugang zu Diensten, Siedlern und Quests und mehr zu erhalten. Gebe dafür genügend Vorräte und Rohmaterial zu einem Schild. Ja, wenn die Siedlung wächst, steigt auch ihre Bekanntheit und du schaltest weitere Bauvorhaben frei. Rufe den Raben, um alle verfügbaren oder möglichen Dienste zu sehen. Hast du denn sonst irgendwas Schönes hier drinne jetzt für uns? Ich meine, wir haben noch ein bisschen hier Raubtierpfeile. Die können wir je nachdem gut gebrauchen. Aber mehr sehe ich jetzt nicht, außer dass es wirklich eine absolut schöne Schmiede ist. Es ist sehr viel Liebe im Detail, ne? In den ganzen Häusern und so. Okay, dann. Gunnar, mein Freund. Was macht ein Schmied so? Ja, was macht der wohl, hm? Zeigst du mir deine Waren? So, haben wir die Möglichkeit, Vaters Axt zu verbessern? Können wir leider nicht, ne? Dafür brauchen wir hier diese Kupfernickelbarren. Ja, und diese mystischen Sachen, die sind schon maximal verbessert. Dafür braucht man hier dieses Tungsten, ne? Oder Wolfram, ja? Ja, auf den Bogen müssen wir leider noch warten. Wir haben keinen Bärenbogen. Ja, da müssen wir halt einfach noch ein bisschen warten. Okay. Ich leiste wirklich gute Arbeit. Bestimmt. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Mögen Sie von deinen Taten singen. Und von meiner Handwerkskunst. Alter Halunke. Ah, ist das schön. So, hier haben wir nämlich ein bisschen Proviant. Wir können natürlich jetzt noch mehr ausbauen. Glaube ich. Das ein oder andere bestimmt noch, aber da müssen wir mal gucken. Wir holen uns mal eben ein bisschen Proviant hier. Hi! Zu dir kommen wir so und so noch, also da musst du dir keine Sorgen machen. Ich will mich noch eben kurz mit unserem Bruder unterhalten. Er ist drin, ne? Okay. Wir haben auch noch ein bisschen Proviant. Also diese Templer, was das soll mal gewesen sind, die waren schon... Oh, die waren böse. Die waren böse. Die Sachsen unterteilen ihre Königreiche in kleinere Gebiete, sogenannte Schiere. Dieses hier heißt Lekrakester Schier. Es wird nicht so geschrieben, wie man es spricht. Wie du vermutet hast, zogen die Söhne Ragnars vor einigen Monaten dorthin. Wir wissen, dass Iva und Uba wohlauf sind und sich in Cheopedun befinden. Gute Arbeit, ihr beiden. Jetzt ruht euch aus und genehmigt euch ein Horn Ale. Ihr habt es euch verdient. Vielen Dank, Randvi. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Das sind anscheinend ihre Speer, ne? Wenn ich das so sagen darf. Okay. So, hey, was? Hier drinnen. Ja, ich sehe es. Was gibt es denn? Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe. Denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Ställen.
Okay, dann machen wir das doch gerne. Mache dich mit deinem Raum vertraut. Okay. Die Ränge ansehen. So, so, das Lager. Siehe unser neues Lager, das aus dem Rußhaufen geboren wurde, welches die Söhne Ragnars hinterließen. Jetzt sieht es vielleicht noch etwas schäbig aus, aber mit etwas Mühe wird daraus bald ein Leuchtfeuer des Handels und der Kultur. Wir haben gerade Raum für die folgenden Angebote: den Schmied, dem Bruderschaftshaus, also das Bruderschaftshaus, Stall- und Vogelhaus, Handelsposten und Kriegerlager. Sobald die Schmiede steht und läuft, würde ich empfehlen, das Bruderschaftshaus zu bauen, da Haitham uns dabei helfen kann, Bündnisse in den Städten Englerlands zu schmieden. Sprich mich an, wenn du weitere Fragen hast. Radvi oder Randvi halt. Okay, sehr schön. Das ist also so der nächste Vorschlag. Was ein haben wir hier? Für Nachrichten und Gesuche. Ach so, so ein Briefkasten jetzt. Ach du Jemini. Einen neuen Brief lesen. Sigurds Brief. Lesestunde. Eivor, ich hoffe, dieses Zimmer entspricht deinen Bedürfnissen. Während unser Ruf in diesem Land wächst und wir neue Freunde und Verbündete gewinnen, wird es wichtig sein, in ständigem Kontakt mit ihnen zu bleiben. Randvi wird jeden Brief, den du erhältst, in diese Kiste legen. Sieh gelegentlich nach. Ja, werden wir bestimmt mal machen. Aber ein eigenes Zimmer für uns, das ist schon, nett. Ein Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Ja, da glaube ich auch. Nicht viel, aber mein eigen. Eben drum, ich wollte gerade sagen, aber unser eigen, ne? Das ist ja das Schöne daran eigentlich. Wunderschönes großes Langhaus. So, und jetzt müssen wir dann... Mir schmerzt der Rücken vom Stehen. Wir brauchen eine Werkstatt. Ja? Sei gegrüßt. Erzähl mir, was du hier tust. Wenn ich dir etwas tätowieren soll, komm einfach vorbei. Du kannst mir jeden Entwurf mitbringen, den du findest. Aber ohne Laden keine Tätowierungen. Baue etwas für uns, sobald du kannst. Und wir machen uns ans Werk. Ja, das werden wir noch machen. Na, alles mit seiner Zeit, hör mal. Ich muss los. Bis bald. Bis bald. Rüstung finden. Um Teile vom gleichen Rüstungssatz zu erlangen, musst du dir die Beschreibung auf der Detailseite ansehen. Mhm. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Bruder. Eintreffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Am Ende wartet der Ruhm. Lebe wohl, Eivor. Basim, wohin? Dag, bitte. Es muss getan werden. Ja, ich kann helfen. Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legra Kestashir, in einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd. Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Oha. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja, und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. Oh. Naja. Die Siedlung verbessern. Ja, bestimmte Vorräte und Rohmaterialien nötig. Ja, sehr gut, sehr gut. Eivor, achso. Mein Stall ist noch etwas leer. Aber wenn du mir einen besseren bauen kannst, besorge ich dir die besten Pferde. Ist ja gut. Ein voller Stall wäre eine große Hilfe. Ich werde sehen, was ich tun kann. Alles Stück für Stück, bitte, meine Damen und Herren. Ja,
Dafür müssen wir erstmal, glaube ich, mehr plündern gehen. Ich lebe gern im Langhaus. Ich fühle mich wie ein Jarl. Ein schöner Tag, nicht wahr? Hallo? Ach so, worum besteht deine Arbeit, ja? Wir sehen uns bald wieder. Lass dich mal wieder blicken. Ah ja, die wollen natürlich alle arbeiten, deswegen sollten wir die Siedlung ausbauen, ne? Ja, wir werden noch was plündern gehen, keine Frage, und dann werden wir noch ein bisschen ausbauen, ne? So wie es sich gehört. Also. Da bist du ja. Ja, was kannst du denn für uns tun, meine Liebe hier? Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Ja. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden, würde uns helfen. Stimmt, wo fangen wir an? Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Ich verstehe. Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Wo fangen wir an? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legrakestaschir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lodbrok. Oder gehe gen Süden nach Grantabrückschir zu einem Dänenheer, das von Jarl Gudrum und Soma angeführt wird. Ich sollte hinzufügen, dass unser Freund Heitam sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen hat. Seine Ergebnisse könnten uns für Bündnisse in Englerlands Städten nützen. Sprich mit ihm. Vielleicht braucht er etwas. Hm, okay, dann zeig uns doch mal bitte die Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Die Bündniskarte. Wenn deine Siedlung in Englerland wachsen und gedeihen soll, muss dein Clan Bündnisse schließen. Bekunde deinen Wunsch nach einem Bündnis mit einem Bündnisgesuch. Sobald dein Bündnis geschlossen wurde, werden weitere Gebiete verfügbar. Und wir sehen schon überall um uns herum irgendwie so ansatzweise die Gebiete, die wir wohl haben können. Ne? Da unten ist Südsex, dann haben wir vielleicht Westsex, Ostsex, Lionchester. Also das ist alles Schier natürlich, ne? Scropshire und so weiter und so fort. Okay, über die ganze Karte Bündnisse klingt cool. So, wir haben jetzt zwei Optionen, wie sie eben schon gesagt hat. Die Belohnung sind hier Vorräte und die Belohnung ist hier... Was soll das denn sein? Die Belohnung wird mir hier ehrlich gesagt nicht so wirklich gut angezeigt. Was heißt das denn? Dass unsere Siedlung einmal aufsteigt oder dass wir... Also hier kriegen wir ja Vorräte. Beraten. Mama, hier beraten. Erzähl mir mehr über Legrakestaschir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reiste in eine Stadt namens Heopedun, um Ober und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Also können wir uns immer ein Ziel aussuchen oder ist das die Entscheidung zwischen, also sowohl als auch oder in dem Sinne, wo gehen wir zuerst hin oder das eine oder das andere? Aber ich meine, es ist nicht verkehrt, wenn wir zu unserem Bruder reisen, oder? Wir nehmen das mal. Wird schon nicht schief gehen. Also, neue Verbündete. Ich werde sie nicht warten lassen. Gut. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. Okay. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedon ist recht weit im Norden, am Trent. Okay, das ist eine Ecke weg wahrscheinlich, von uns hier aus gesehen, ne? Wir haben schon wieder ein paar Punkte erhalten. Ich sollte gehen. So, dann... Ich hänge gerade leider im Ladescreen fest. Dann sollten wir uns natürlich auch mit unseren netten Assassinenfreund hier unterhalten. Ne? Die hat ja gesagt, das sollten wir auch direkt hier benutzen und ausbauen. Da ist er doch. Ich weiß nicht, ob wir die Materialien jetzt gerade noch haben, aber bitte. Hey! Hi, Tom. Randvi bat mich, mit dir zu sprechen. Darüber, wie man Freunde in den Städten Englerlands findet. Genau. Lunden, Jofovik, Winchester.
Alle drei werden von Mitgliedern desselben Ordens heimgesucht, zu dem auch Kjötvi gehörte. Doch ihr Einfluss reicht noch viel weiter als das. Von allen Ländern der Erde ist Englerland wohl am stärksten betroffen. Richten Sie hier denselben Aufruhr an wie Kjötvi in Nordwege? Nicht nur Aufruhr. Sie verbreiten die Plage der Täuschung und lehren die Menschen, sich zu erniedrigen und zu quälen, um Macht zu erlangen. Das scheint dir sehr nahe zu gehen. Natürlich. Es ist der einzige Zweck der Verborgenen, den Körper und Geist der Menschen von unnatürlichen Fesseln zu befreien. Aber wir haben seit 4 Jahrhunderten keine Handhabe mehr in Englerland. Seit dem Sturz des Römischen Reiches war kein Verborgener mehr hier. Dadurch hatte der Orden der Ältesten viel Raum, um zu wachsen und zu gedeihen. Unsere Aufgabe wird nicht leicht sein. Doch mit einem Bruderschaftshaus könnten Basim und ich unsere Arbeit aufnehmen. Falls du Zeit und Material hast, um eins zu bauen, wären wir dir sehr dankbar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, wir müssen mal gucken, wie teuer das ist. Dann würde ich das nämlich direkt machen. Interagieren. Wir haben ja, ne? Haben wir genug. Dann bauen wir das doch. Warum denn nicht? Also, ich meine, ist doch super. Jetzt hat die Bruderschaft ihr Haus hier. Und das steigt immer weiter da unten, ne? Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Wieder ein... Okay. Ich kümmere mich. Weiter. Okay, laufen wir ein Stück. Spazieren gehen. Also sehr schön inszeniert. Ne? Sehr schön inszeniert. Gefällt mir sehr gut. Wir können sogar üben. Du atmest sehr schwer, Heitam. Bereitet dir deine Wunde immer noch Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wohnt ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Basim deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Ein Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein. Nur eine Beobachtung. Okay. Ja, ich meine, natürlich, klar. Das ist ja auch selbstverständlich letztendlich, ne? Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja. Sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Ja, da gibt's aber ganz schön Gas hier auf dem kleinen Bötchen da mal. Ist verwundet, aber haut mal rein hier. Okay, wo willst du denn hin? Ganz schön. Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken müssen. Mehr Rätsel. So eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Oh. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung. Und wir sind gerade einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifeln. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorbestimmt, eingewebt in den Teppich der Welt.
Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Oh, ist das stark gemacht, ey. Also der Todessprung in so einem Heuhaufen halt, ne? Das ist nett gemacht. Also wenn Eivor das auch dann beherrscht, dann das hätte etwas für sich, ne? Wir werden immer mehr ein Assassine. Ja, dann, bitte. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Das Tief. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion. Warte. Aber... Sieh zu. Heitam! Oha. Heitam! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du? Mein Glaube war stärker als meine Angst. Und der Waldboden fing dich auf. Eivor, diese Seite an dir ist mir neu. Gib dir Furcht nicht nach. Erobere sie. Ich sah meinen Tod in Vision. Es war nicht hier und nicht heute. Ganz genau. Also komm, geben wir uns einen Ruck. Ja. Oh, ist das gut. Ein perfekter Sprung. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß, dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland. Basim und ich sind auf mehr aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kjötvis Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst... Wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Sie formt alles und verströmt sein Gift in jede Fuge der Gesellschaft. Vom kleinen Fischer zum reichen Händler. Von vermögenden Tarnen bis zu nutzlosen Königen. Der Orden beeinflusst sie alle. Okay. Boah. Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die Verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Okay. Ich bringe sie dir. Danke, Heitam. Für alles. Okay, ist natürlich jetzt eine ganze Menge, ne? Mit dem Orden der Ältesten, da haben wir jetzt natürlich wieder was Dickes freigeschaltet. Aber das und vieles mehr sehen wir dann das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin.